Reinhold, was ist das Tolle an diesen Übungen? Die Verbindung zur Natur, die ich eingehen kann dadurch. Es tut mir gut, es tut meinem Körper gut und es tut auch meiner Seele gut. Dass ich, wenn ich die Übungen gemacht habe, einfach von meinem ganzen körperlichen Wohlbefinden ein besseres Gefühl habe. Glaubst du, das kann generell für die Stadtbevölkerung von Nutzen sein? Definitiv. Also auch, um sich viel mehr zu erden wieder. Da geht schnell der Bezug verloren. Der Bezug zu was? Zur Natur und zum Wald. Und auch zu seinem eigenen Körper. Der Wald in der Stadt ist eine kleine Gesundheitsübung, die für jeden machbar ist und die Menschen verbindet. Und vor allen Dingen die Menschen, die über kein so gutes Netz verfügen oder die eben nicht im Internet unterwegs sind, sondern alleine zu Hause sitzen. Die Übung ist sehr leicht, für jeden machbar und sie spielt mit einem sehr schönen Bild. Wir versammeln uns also jeden Tag um 6:30 auf unseren Balkonen, am Fenster, auf der Terrasse oder im eigenen Garten, jeder für sich und alle zusammen. Und wir fühlen uns mit dieser Übungsanleitung, die wir überall gratis ausgeben, wie ein junger Baum im Wind. Wir recken und strecken uns und lassen den Wind alles von uns nehmen, was uns belastet und beschwert, sodass wir uns danach wie neugeboren fühlen können. Und wenn viele Menschen zusammen diese Übung machen auf ihren Balkonen, dann entsteht da ein Bild von individuellen Bäumen und damit auch ein Wald in der Stadt. Denn hier im Wald ist auch jeder Baum einzigartig und jeder für sich. Und dennoch sind alle zusammen in einem großen Sozialverband, der uns Menschen eben fasziniert und der uns tröstet und Hoffnung spendet und Resilienz gibt und ein starkes Immunsystem auch, weil die Blätter im Wald sogenannte Phytonzide abgeben und wenn wir die einatmen, dann stärken wir damit unmittelbar unser Immunsystem. Der Wald in der Stadt.